Natürlich. Natürlich. Einen Tag, nachdem ich ihn hier ziehe aus 85x10 und stolz poste, ich habe das Spiel durchgespielt, kommt er als SBC raus. Für, ich glaube, 2 Millionen oder so. 2,2 Millionen. 18 Squads oder irgendwie sowas. Kriegt man ihn. CR7 zwei Wochen, exakt zwei Wochen vor Start der Ultimate Edition, hat man jetzt noch Zeit mit ihm zu spielen. Ich habe ihn wie gesagt gezogen. Ja, ist ein bisschen belastend, aber egal. Wir gehen rein in die Olga, ich diskutiere gar nicht lang, wir spielen einfach mit diesem Team die Weekend League. Ja, let's go. Nein, wir wollen noch die Werte angucken, was erzähle ich denn? Aber es ist CR7, was soll ich euch groß erzählen? 1,87 Hochmittel, Doppel 5, Controlled mit dem Catalyst, was mein bevorzugter Campstyle bei ihm ist, weil es das Tempo ordentlich pusht und halt auch die Passwerte. Die sind zwar schon sehr gut, aber was will man sonst noch pushen? Schuss ist maximiert, Dribbling ist maximiert. Physis ist so gut wie maximiert, also brauchen wir auch nicht mehr viel anfassen. Spielziele, alle Schuss-Playstyles mit dem Powerheader, Powerschuss und angeschnittener Schuss als Plus. Dazu noch den Raserei als Plus. Trivela bringt damit akrobatisch, Aerial, First Touch, Flare, ruhender Ball. Funny, weil der Typ irgendwie gefühlt keine Freistöße macht, aber okay. Lupfer und wir gehen jetzt aber wirklich rein, wirklich, ganz wirklich. Wie fühlt er sich am Ball an? Ja, natürlich, er fühlt sich ein bisschen behäbig an. Es ist halt nun mal CR7. Obwohl er das Dribbling maximiert hat, ist es halt immer noch, ja, CR7 einfach. Und der fühlt sich halt ein bisschen behäbiger an. Aber jetzt nichts, wo man sagen muss, oh Gott, was mache ich da? Weltklasse den Körper eingesetzt und das Ding dann reingehauen. Das war wirklich perfekt. Körper perfekt reingesetzt. Und der Schuss war natürlich brutal. Der muss. Oh, der wurde abgefälscht. Das war böse. Aber der müsste eigentlich. Oh nein, auch der kommt nicht durch. Oh ja, die Kopfbälle, der Powerheader, den spürt man schon ordentlich. Ja, der war jetzt nicht drin. Aber der war schon ganz nice. Oh ja, der muss. Was? Theo, wie kommt der da noch dran? Ich war schon am Schießen. Oh, er ist komplett frei. Er ist komplett frei, kommt aber nicht zum Kopfball. Und da fehlt dann halt so ein bisschen das Aerial. Das wäre halt schon ganz geil gewesen. Mein Gegner macht nur so Scheißbälle hier. Was soll denn der Müll? Wow, keine Sorge, ich will nur ganz kurz unterbrechen. Wir sind so kurz vor den 1000 Abonnenten. Mach die noch voll vor dem neuen FIFA bzw. EAFC. Wir sind ein so toller, wachsender Kanal. 250.000 Aufrufe hatte ich jetzt erreicht. Alles dank euch. Also abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und jetzt, weiter. Oh ja, der passt. Der passt ganz genau, heilige Scheiße. Was ein schönes Ding. Oh mein Gott, ist der gut. Heilige Scheiße, den habe ich glaube ich sogar rot getimed und trotzdem geht das Ding rein. Halleluja, das war ein schönes Ding hier. Wir sehen es hier. Ines von mitten im Spiel und der klatscht einfach ins Tor. Schöner Pass von Ronaldo auf Salah. Vorlage von ihm hier. So einfach ist Fußball. Ja, also Kopfbälle sind mit ihm ganz schwer. Ich finde, da muss man einfach Glück haben, dass man da genau die Spots trifft, wo halt kein großer Verteidiger dabei steht. Und das ist heutzutage, ja. Ist das noch möglich? Ich glaube nicht. Ja, aber jetzt hatte ich schon so zwei, drei Schüsschen drin, wo ich denke, der muss doch reingehen. Warum geht diese Murmel nicht rein? Und ja. Oh ja, sehr wichtig und richtig und eiskalt verwandelt. Heilige Scheiße. CR7, herzlich willkommen im Verein. Oh, das war wichtig. Das war wichtig und da war ich dann zu unkonzentriert und so. Hab das zu lange rausgezögert. Traumpass von CR7, heilige Scheiße. Und das ist Elfmeter. Und wenn der Gegner jetzt nicht ein Assi ist, quittet er nicht.
bittet er nein, aber wir lassen Ronaldo trotzdem hier antreten, um ihn zu gönnen, was er verdient hat. Okay, der Gegner hat einfach random gequittet. Bei, ich weiß gar nicht mehr, wie stand es? 2-1? 1-1? Ich weiß es nicht mehr. Oh ja, der passt wiederum. Kein Timing getroffen, aber das Ding klatscht trotzdem ins Tor. Wie auch immer es das macht, aber es passiert. Das war natürlich göttlich. Der hat halt diese Ruhe am Ball, den Ball noch runter zu pflücken, entspannt anzunehmen und, und. Das geht halt mit vielen anderen Spielern nicht. Aber mit ihm geht es und mit Neymar gehen auch so Sachen. Oh ja, natürlich. Powershot geht rein. Easy. Ganz easy. Also passen kann er auch auf jeden Fall. Die Pässe kommen alle richtig gut an. Ob das jetzt am Catalyst liegt oder woran auch immer, aber die kommen richtig, richtig gut. Die Lücke. Oh shit, habe ich verkackt im Timing. Aber die Lücke lässt er sich da nicht entgehen. Und normalerweise macht er den, aber ja. Das war komplett reingeschissen. Also egal, aus welcher Distanz man abzieht, die Dinger sind bei ihm immer gefährlich. Und dann wäre es vielleicht eine Überlegung, da noch einen offensiven, großen Stürmer zu spielen, weil man so oft in Position kommt für... Alter Schwede, das ist bitter. Für Ecken. Und dann ist es natürlich eigentlich ein Geschenk, so eine Ecke. Jetzt hat der Gegner keinen Bock mehr, oder? Nö. Oh, den muss er eigentlich machen. Und den muss eigentlich Salah machen. Was ist da los? Den muss er aber machen. Alter Schmeichel, Junge, was ist los mit dir? Der muss aber. Der muss aber. Und der geht auch rein. Das wäre es gewesen, wenn der nicht reingeht. Und er geht rein. Traumhaft. Diese Kombi ist jetzt schon traumhaft. Heilige Scheiße. CR7. Oh ja, den nehmen wir. Den nehmen wir, das Tor. Gegner macht nur noch Müll, spielt den Ball hinten rum und ja, das hat er irgendwie davon. Oh ja, den nehmen wir auch noch mit. Warum spielt der Gegner nach 15 Minuten nur noch hinten rum? Wie langweilig muss dein Leben sein, 2 Wochen vor Ende dieses Spiels? So eine Scheiße zu machen. Warum macht man sowas? 2 Wochen vor Ende dieses Spiels. Heilige Scheiße. Oh mein Gott, Ronaldo. Der war nice. Ja, Ronaldo macht ja hier seine Tore. Och Mann, Gegner, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie langweilig. Warum macht man sowas 2 Wochen vor Ende des Spiels? Ja, Schmeichel trifft auch noch. So, man drückt aber Pause. Drückt Pause und will dann auch die Pause überspringen. Ah. Was zum Fick ist mit den Leuten los? Ja doch, passen kann er wirklich. Passen kann er sehr gut. Oh, die Pässe von ihm sind wirklich Zauber. Zauberhaft. Wahnsinn. Wahnsinnsbewegung. Von Anfang bis Ende traumhaft. Wunderschön gespielt. Wunderschön gespielt, genau in die Lücke und dann ist so. Wie zum Fick kommt er da noch dran, Alter? Wie macht er das? Oh ja, also dribblingmäßig ist das schon ganz geil. Also das muss man ihm einfach lassen. Und der darf ruhig reingehen, dieser Ball.
Boah, Weltklasse gemacht. Weltklasse gemacht. Traumhaft, dass das Ding so durchkommt und dann auch noch so reingeht. CR7 ist halt doch nochmal, ja, es ist halt einfach CR7. Boah, der hat schon ordentlich Bums drauf. Hätte ich da einen Powershot probieren können? Ja, vielleicht. Aber auch das war schon ein ganz nices Ding. Und wir probieren jetzt nochmal einen Kopfball. Power-Kopfball und diesmal, wenn er nicht springen muss, wenn er nicht springen muss, dann sitzt das Ding. Oh ja, er ist durch, er ist durch, er ist durch, er ist durch, er ist durch. Und er macht ihn. Er macht ihn eiskalt. Also hätte ich so ein Kotor kassiert wie der Gegner gerade, dann hätte ich aber auch gequittet. Das möchte ich euch nicht, nicht entgehen lassen. Macht das Sinn? Nicht, ja. Wir haben Eckball. So, Eckball. Ich spiele den kurz, Lahm flankt den rein. Zauberhaft gemacht. Sieht da im Hintergrund John Stones. Und der kommt. John Stones. Augen zum Ball, dreht sich weg. Volley. Schwacher Fuß. Und das Ding klatscht unhaltbar ins Tor. Das ist IFC 24 unter anderem. Ja. CR7 hat 8 Spiele, 17 Tore, 2 Vorlagen. Okay, das ist geistkrank. Ja, wir hatten dieses eine Spiel, wo wir gefühlt 100 Tore geschossen haben. Na, es waren 9, weil der Gegner nicht mitgespielt hat. Aber das waren nicht 9 von Ronaldo, das waren vielleicht 5 von Ronaldo. Und das ist schon heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Klare Empfehlung. Ganz klar. Für die letzten 2 Wochen nehmt ihr mit aus Jux. Absolut geil. Tschüss.